Also, ich nehme jetzt den Eclipse, weil ich glaube, mit dem konnte ich einen durchgehenden Turn machen. Dann hohe extra Portion Nitro-Mischer, Profi-Settings haben wir. Die Frage ist nur, nehme ich jemanden mit, der ins Ziel fährt, während ich drifte? Geht das noch? Das geht auch nicht mehr, Liamo, okay. Dann müssen wir es ja so oder so alleine machen. Also, 110.000 Punkte ist bei Traffic Jam Rekord. Und Bestenliste sagt... Hallo, Welt. Top 100, hat Manni schon geschrieben. Hat 52.000. Jo, 52.000 hat der. Das sollte auf jeden Fall zu schaffen sein. Ich erinnere mich gar nicht mehr an die Strecke. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie ich das zeitlich abteilen muss. Ach scheiße, musste ich das nicht manuell machen sogar? Damit ich den Gang einstellen kann? Ups. Das war FMR-Toastbrot. Ich glaube, ich hätte auf manuell gehen müssen. Aber das sehen wir gleich. Egal, ich verkacke das gerade so hart hier. Wo war denn hier die Driftstelle? Gab es hier überhaupt eine? Oh, Alter. Michael, moinsen, alles gut, fit und selber. Geht so bei dir? Moin, moin. Oh. Shit. Also gerade fahre ich echt ranzig. Yo! Ich müsste halt viel mehr driften. Nur das funktioniert hier nicht so richtig. Kommt hier der Brunnen, gar kein Bock. Dann ist das richtig, ja. Ja, gar kein Verkehr hier. Aber ich drifte nicht so, wie ich wollte. Ich glaube, ich müsste auf manuell gehen. Ja, ich müsste auf manuelle Schaltung umwechseln. Das ist echt problematisch hier. Ach, hier war das, ja, ich erinnere mich. Um genau zu sein, hier oben, ne? Ich komme nicht in den Drift. Bleibt komplett stehen, ist auch gut. Naja, ich glaube, in Automatik werde ich hier nicht weit kommen. Für den permanenten Drift scheint Automatik nicht geeignet zu sein. Ja, er geht in den ersten Gang. Das können wir vergessen. Das machen wir nicht so. Steuerung sequenziell. Schön. So dürft's gehen.
Schalt doch hoch, Mann. Einfach so schnell es geht hinfahren. Ja, moin. Moin, Sven. Digga, was ist denn das? Moin, Bombi. Ah ja. Kommen wir gleich an. Ja. Digga, will er jetzt da stehen bleiben oder was? So geht's doch. Leo, schlaf gut. Die Frage ist, wann muss ich losfahren? Jetzt, sagt die Dame. Super schlechtes Timing fürs Essen. Tja, das war ein Weltrekord.
Nein, war es nicht. Ich wurde gerade noch überboten. Gerade immer noch 102.000 der Weltrekord. Geil. Legen wir hier nochmal nach. Okay? Einverstanden? Sehr gut. Noah, Wald, Sebastian, wir gehen gerade auf Weltrekord bei dem Stunt-Event hier. Naja, Juliano, es hat nur eine gute Funktion reingebracht. Also allgemein gesehen ist das Update ziemlicher Müll. Bleib so. Wenn ich es schaffe, den jetzt zu halten, dann war es das. Wenn ich den Drift halten kann, haben wir den Rekord. Muss ich nur noch ins Ziel kommen. Das heißt, ich gehe auf jeden Fall diesmal auf Nummer sicher bei 55 Sekunden los. Weil dann ist der Run hier auf jeden Fall der beste. Ja, komm, wir gehen los. Safety first jetzt. Nein. Leck mich, Alter. Ich lasse mich jetzt nicht schon wieder von diesen Dingern aufhalten. Ja. Reicht, scheiß drauf, einfach rein. Weil Weltrekord. Einfach nur deshalb einfach rein. Scheiß drauf. Safety first, einfach rein. Passt. Ganz ehrlich, war das jetzt so schwer? Okay, zwei solcher Events noch. Da gehen wir jetzt wieder einfach nur auf gute Position, nicht auf Weltrekord. Und dann passt das. Ah. Nice.